Die Empfehlung. Ich habe je Kaffee und Kuchen weggeschmissen. Und dann bist du natürlich frei. Den einen war ja im Hinterher gestanden, aber weil es dann noch viele geworden sind, war das ja auch schon vorher nett. Also, liebe Wahlfreunde, schön, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich verspreche euch, es gibt heute nur kurze Reden, ganz kurze. Wir machen das anders als im Terminal. Wir machen nach diesen kurzen Reden, der Dirk Treber sagt noch was zur Gesamtsituation, der Jan Wunderlich, der übrigens ganz, ganz maßgeblich hier dabei war und das organisiert hat. Vielen Dank, Jan. Mikro näher ran. Sag was zum Wald und dann machen wir auch einen Waldspaziergang ein gemeinsam. Okay, die Spendendosen, die stehen da, ne? Das fließt auch wieder zurück an euch. Okay, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Barbara Fuchs. Ich bin Mitglied der Bürgerinitiative Trebur und sitze gleichzeitig in der Gemeindevertretung. Und ich tue das, meine Motivation und auch meine Verantwortung, die macht sich so ein bisschen in dem Spruch fest, den der Wilhelm Busch mal in den deutschen Sprachraum getragen hat, der war, wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von den Kindern geliehen. Und deshalb stehe ich nicht nur hier, sondern ihr steht hier auch, weil wir diese Verantwortung übernehmen. Danke, dass ihr da seid. Wir treffen uns hier heute an einem anderen Ort aus zwei Gründen. Der Flughafen braucht kein Terminal 3 und wir brauchen den Wald. Deshalb sind wir alle hier und so zahlreich, dass wir dann Verkehrschaos, Parkchaos verursacht haben. Aber ich bin positiv. Ich muss mal mein Unverständnis darüber ausdrücken, dass wir eigentlich alle Argumente und alle Wahrheiten auf unserer Seite haben und es trotzdem so einen Kraftakt bedarf, um irgendwas zu erreichen. Ich finde es Wahnsinn. Also alles das, was die WIs gesagt haben, was gegen einen Flughafenausbau spricht, ist eingetreten und trotzdem kämpfen wir immer weiter, obwohl es so schwierig ist, und wir machen auch weiter. Der Hintergrund, warum wir heute hier an dieser Stelle stehen, ist, es soll der Autobahnanschluss für das Terminal 3 hier gebaut werden. Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und Landesentwicklung von der Bundesrepublik Deutschland, die Bundesstraßenverwaltung, wollte den Wald, den Treburer Oberwald, kaufen. Und die Fraport wollte Kompensationsflächen kaufen vom Treburer Oberwald. Gleichzeitig sollten wir Wegerechte in den Ortsteilen Astheim, in den Trebur nicht, Geinsheim, Essenau und Kornsand einräumen. Das haben wir gemeinsam als Vertreter nicht getan. Wir haben uns gesperrt und wir lassen uns auf diesen Kampf ein. Ich bin stolz, Mitglied dieser Gemeindevertretung zu sein. Es ist auch nur Konsequenz. Wir klagen gegen den Ausbau des Flughafens, dann können wir auch keine Grundstücke zur Verfügung stellen. Für den Radweg letztens haben wir das gerne getan. Vielleicht noch zwei Worte zur Betroffenheit von Trebur. Trebur hat noch nicht so viel Fluglärm wie viele andere, aber wir haben auf jeden Fall mehr. Aber wir sind auch noch in anderen Sachen betroffen, was die persönliche Sicherheit angeht, das persönliche Wohnumfeld, ne? Auch die finanziellen Aspekte, das muss ich alles gar nicht erwähnen. Aber für mich als Kommunalpolitikerin ist natürlich auch wichtig, wir sind in unserer kommunalen Hoheit, unserer Planungshoheit ganz massiv betroffen. So sind wir beispielsweise Siedlungsbeschränkungsgebiet und können keine Neubaugebiete mehr ausweisen. Also das geht ganz, ganz stark in die Planungshoheiten der Gemeinden, auch wenn der Fluglärm vielleicht bei uns schon auch sehr, sehr nervig ist, aber nicht so stark wie in Nauheim beispielsweise, die ja auch heute hier vertreten sind. So, jetzt gebe ich mein Mikro mal weiter an den Trebur. Ich hoffe, Achtung. Ich bin hier. Ich hoffe, ich war kurz genug. Danke. Ich habe den Trebur angenommen.
Ja, guten Tag allerseits. Mein Name ist Dirk Treber. Ich bin Vorsitzender der Interessengemeinschaft zur Bekämpfung des Fluglärms. Ich habe auch mit den anderen BIs, also aus Treburg, aus Gerau, Rüsselsheim und Nauheim, das hier mitorganisiert. Und es. Bitte? Mörfelden-Waldorf natürlich auch da. Und ich finde es sehr schön, dass so viele gekommen sind. Ich habe mich mal umgeguckt, also das ganze Rhein-Main-Gebiet rund um den Flughafen ist hier vertreten. Und ich denke, zur Mobilisierung hat auch mit beigetragen, dass zum Beispiel die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald oder auch die Naturfreunde Hessen oder Robin Hood auch gerufen haben. Und deswegen, denke ich, sind es also hier bestimmt zwischen 500 und 1000 Menschen, die da sind. Das ist sehr, sehr erfreulich. Sehr schön, jawohl. Ich möchte kurz darauf hinweisen, die Barbara hat es ja schon gesagt, der Flughafenausbau, der ist noch nicht zu Ende. Das Terminal 3 und dieser Ausbau, das ist eigentlich überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass diese geplante Kapazitätssteigerung auf über 700.000 Flugbewegungen erreicht werden kann. Und deswegen muss man also sehen, es ist im Nordwesten mit den Bauarbeiten angefangen worden, dafür ist Bannwald gerodet worden und jetzt hier soll es weitergehen für diesen Autobahnanschluss. Und wir sind der Meinung, auch anbetracht der Flugzahlen, die ja rückläufig sind, das Terminal 3 wird nicht gebraucht und deswegen ist es auch unsinnig hier weitere Bannwald zu roten. Also deswegen unsere Forderung, unser Appell auch hier an dieser Stelle an die neue Landesregierung, sie soll das Ganze stoppen, kein Terminal 3 und keine weitere Abholzung von Bannwald. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Und wir wollen dann, der Jan wird jetzt noch ein bisschen was sagen zu der Funktion des Waldes, wir wollen dann gemeinsam mit euch mal hier diese ganzen Flächen besichtigen, damit man also sieht, was hier nochmal für erhebliche Eingriffe in den Wald geplant sind. Das war es schon von mir aus. Ich gebe dann weiter an den Jan Wunderlich von der BI Treburg. Guten Tag, liebe Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich da seid. Die Parksituation ist zusammengebrochen, das ist erfreulich. Ich hoffe, dass wir nicht noch viel Ärger mit der Polizei nach Isenburg kriegen. Mir war wichtig, oder fangen wir mal andersrum an, diese Aktion hier heute ist entstanden aus einem Treffen der fünf südlichen Bürgerinitiativen, Treburg, Nauheim, Waldorf, Groß-Gerau und Rüsselsheim. Hallo. Anfang Januar haben wir uns zusammengesetzt, auch mit der Wilma oder mit der Familie Treber, dass wir eine Montagsdemonstration gestalten. Das haben wir am 13. Januar gemacht und die ganze Zeit parallel hier diesen Termin geplant. Es geht mir hier sehr um den Waldverlust. Wir sind in Hessen eines der waldreichsten Bundesländer mit über 40% Wald. Aber hier im Rhein-Main-Gebiet sind es lediglich noch 15%. Und wir brauchen nicht die Ausgleichsflächen der Fraport, die bei uns in Treburg auch am Rhein entstehen oder irgendwo 50 Kilometer weg. Wir müssen hier den Wald, wir brauchen hier den Wald. Der Wald reguliert das Klima. Der Wald fängt die Schadstoffe auf und den Feinstaub. Grundwasserthematik, Schallschutz auch von diesen Bereichen hier für Zeppelinheim. Mit dem Terminal 3 käme viel Bodenlärm, der dann auch hier die Bereiche wieder höher belastet. Und von daher ist es wichtig, dass hier möglichst kein Wald gerodet wird und ohne Bedarf auch kein Terminal gebaut wird. Die nächsten Waldflächen, die Naturschutzverbände sind ja auch teilweise da oder örtliche Gruppen, die nächsten Wälder, die hier bedroht sind, sind ein paar Kilometer weiter südlich an der Langener Kiesgrube, wo, soweit ich jetzt im Kopf habe, um die 80 Hektar fallen sollen für weitere Auskiesung. Ein Teil des Kieses kann man natürlich dann hier nur ein paar Kilometer weiterfahren, um hier das Terminal 3 und den Flughafen weiter zu betonieren. Der Flughafen hat sich immer weiter in die Region gefressen. Seit 1935 ist er da, damals für Zeppeline und wesentlich kleiner. Auf einem der Infoständer ist auch eine Karte zu, wo man genau sehen kann, wie er sich erweitert hat. Er frisst sich wie eine Krake in die Region und frisst sie auf. Die Frage ist, ist Terminal 3, die Nordwestlandebahn, das Ende? Aus unserer Sicht ist die Terminalkapazität, die so groß ist wie der Münchner Flughafen, komplett die neue Terminalkapazität.
kann durch die Landebahn nicht bedient werden. Von daher wäre eine logische Folge, in wenigen Jahren die nächste Landebahn oder auch zwei weitere auf den Tisch zu legen, um das ganze Ding noch größer zu machen. Und dem wollen wir versuchen, Einhalt zu gebieten. Vielen Dank. Zum weiteren Ablauf, ich denke, wir machen jetzt hier nochmal 5 bis 10 Minuten und dann startet die erste Gruppe. Ich denke, dass wir insgesamt zwei Runden durch den Wald laufen, weil das kriegen wir auf den Wegen ja sonst gar nicht unter. Und würde vielleicht dann sagen, dass der erste Teil, der eh schon unten steht, dann nehmen wir dann die erste Runde mitmacht und ein Teil nochmal hier bleibt. Ich denke, dass wir dann irgendwie eine halbe Stunde später dann nochmal den zweiten Schwung machen. Dann ist auch hier zwischendurch nicht ganz so eng. Vielen Dank.